Salvete Spectatoris und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War, die imperiale Kampagne mit den Cornelian. Und im letzten Part haben wir Ariminum eingenommen. Ihr seht unten nochmal die Schlachtstatistik. Es waren doch gar nicht so viele Kollateralschäden dabei, 178 zu 161 hier bei dieser Einheit Hastati. Die wurde stark mitgenommen, das ist ziemlich übel, aber okay. Schauen wir nochmal rein, also wir haben hier diese Armee komplett aufgerieben und ich habe jetzt keine Ahnung, hier, was ist da übrig geblieben, 0-0. Dann können wir die Jungs auch fast freilassen eigentlich oder fast Sklaven, es sind noch gar nicht so viele Sklaven. Wobei, warte mal, nee. Ah ja, okay, alle Gefangenen werden freigelassen, gut, dann machen wir das ausnahmsweise. Wir suchen schon. Und Gnaeus Cornelius Scipio Asina hat einen Rangaufstieg erhalten. Sehr gut. Und wir haben unsere ersten Imperiumspunkte erreicht. Eure Macht kennt keine Grenzen. Ihr könnt nun zusätzliche Armeen, Flotten und Agenten erhalten und mehr Provinzerlasse erteilen. Das ist doch gut. Unser Wert ist beachtenswert. Das heißt, wir kriegen plus 1 auf alle Agenten, Spione, Würdenträger und Streiter, also in dem Falle Veteranen. Und wir kriegen unsere Anzahl an verfügbaren Armeen erhöht sich von 3 auf 6, unsere Anzahl an verfügbaren Flotten von 2 auf 4. Die Anzahl der verordneten Erlasse pro Runde steht jetzt bei 2, das ist doch ordentlich gut. Ja, minus 27, öffentliche Ordnung in der nächsten Runde, womit ich eigentlich leben kann. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Ja, und es war, also ich habe jetzt halt trotzdem mal einfach angegriffen, ne? Also das war da irgendwie ganz cool. Da, das Rüstgebäude, ich weiß nicht, ob wir da ein Auxiliargebäude brauchen. Irgendwo, wo wir ansonsten vielleicht so ein bisschen Bergbau betreiben können oder so. Das würde mich ja persönlich sehr interessieren, aber es sieht noch nicht ganz so aus. Das müsste man sich mal angucken. Also ich würde mal sagen, das Armeegebäude brauche ich da nicht. Ich gehe wieder auf qualitativ hochwertige römische Truppen. Auxiliartruppen vielleicht nicht unbedingt hier. Tja, ja, ich weiß es nicht. Ich könnte halt auch mal irgendwann ein paar Bogenschützen gebrauchen, ne? Das wäre noch eine coole Einheit. Die bräuchte ich schon. Gucken wir uns erstmal die Erlasse an, bevor wir uns darum dann genauer kümmern. Ey, hier, da. Da ist es doch. So. Romanisierung. Minus 10 Rekrutierungskosten für Auxiliareinheiten. Plus 2 Anpassung an die lateinische Kultur. Oder Handelsanreiz. Plus 10% aus allen Handelsgebäuden reduziert die Abnahme der Sklavenbevölkerung. Oder Panem et Circenses. 4 Nahrung. 4 öffentliche Ordnung. Wobei das normalerweise ja genau antiproportional war, also du gibst 4 Nahrung aus, um 4 öffentliche Ordnung zu kriegen, so in etwa, ne? Okay, dann könnten wir auch noch die Steuerernte machen mit plus 5% Steuersatz. Das ist vielleicht nicht so schlecht, weil wir momentan aber noch mit einem Standardsteuersatz auskommen. Ja, lass mal gerade gucken. Eine Provinz von der Besteuerung ausnehmen. Gut versteckt, meine Kinder. Das bringt uns in der nächsten Runde eine etwas bessere öffentliche Ordnung. Sehe ich eigentlich nicht so wirklich ein. Wie lange gelten diese Dinger? Ich mache das jetzt mal. Und ich kann jetzt noch einen machen, okay. Ah, nee, ich kann es tauschen. Okay, wir machen jetzt das. Kosten die irgendwas? Nee, ne? Die kosten nichts, oder? Ey, Junge. So. Schön. Und die sind jetzt gebufft. Yeah, cool. Mal gucken, wie lange diese Erlasse da wirken. Ich weiß es noch gar nicht. Schauen wir mal gerade. Italia, Magna Graecia. Ja, die haben wir noch nicht komplett, ne? Andere Provinzen. Interessanterweise Afrika. 1665 Denare. Boah. Hellas. 917. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier gab es ein Level Up. Zusätzlich zu Fähigkeiten, die durch Erfahrung erworben werden,
entwickeln die eurer Fraktion zugehörigen Charaktere mit der Zeit persönliche Eigenschaften, die Auswirkungen auf ihre Fertigkeiten haben. Manche Eigenschaften bestehen bereits, wenn der Charakter das erste Mal im Spiel auftaucht. Andere erwirbt er im Verlauf der Kampagne. Ich gehe nochmal gerade hier drauf. Plus List. Ja, aber was ist denn das mit der... Wenn ich mal... Ich muss mir das mal angucken gerade. Was bringt denn jetzt List genau? Suchen. Gift. Kampagne laden. Versuchung. Verrat. Versuchung. Brunnenvergiftung. Schießkunst. Okay. Ich glaube, das hängt also von bestimmten Aktionen ab oder sowas. Gut. So ein bisschen listig kann er eigentlich sein. Zeig mir nochmal gerade, was bringt das im Endeffekt? 4% Nahkampfabwehr. Das ist schon gut. Schüsse pro Minute. Nee. Moral. Alles klar. Autorität. Moral ist so voll unser Ding. Wir brauchen Einheiten, die echt bis zum letzten kleinen Römer durchhalten. Okay. Es hat sich eine ganze Menge getan. Siedlung erobert, ist klar. Fraktion angetroffen. Delmaten. Oh! Aha. Haben die da... Nee, die haben aber gerade keine Provinz da irgendwie ein. Und gut, das müssen wir gleich mal gucken. Fraktion angetroffen. Da auch sie. Ah ja. Epidamos. Jader und Delminium. So. Das ist die größte Stadt. Und Epidamos kennen wir... Ach so. Ah, die sind da. Okay. Provinz unter Kontrolle. Das haben wir geschafft. Genau. Eigenschaften erhalten. Plus 2 Hingabe hat er jetzt gekriegt. Der Spion. Ah, okay. Von mir aus. Ich erwarte eure Befehle. Ich denke... Hier sind einige... schwächere etruskische Schiffe. Und die befinden sich hier nur auf einer normalen. Zu euren Dienst. Mehr oder weniger normalen. Auf einem normalen Transportschiff. Vielleicht. Ja, aber jetzt hier eine richtige Flotte zu bauen, das ist zu teuer. Und wir haben einen Bau abgeschlossen in Neapolis. Was war denn das? Ach, der Tempel. Genau, ja. Wir haben wenig Geld übrig. Unsere öffentliche Ordnung geht den Bach runter, aber es ist in Ordnung. Wir werden es noch durchhalten. Und hoffentlich bald... etwas mehr Kontrolle über unser eigenes Territorium besitzen. Dann müssten wir uns jetzt mal anschauen, was wir mit unserem Schiff am besten machen. Okay, segel du mal noch hier lang. Und schau dich mal hier noch ein bisschen um. Dann gucken wir in die Diplomatie rein. Denn ich will die neuen Fraktionen sehen. Können Handel betreiben. Voraussichtlicher Wert 111. Da oben. Haben die irgendwie Stress hier im Krieg mit denen da? Oh, sie. Mit denen können wir aber keinen Handel betreiben. Gut. Dann die Insur. Mit denen können wir auch keinen Handel betreiben. Mit den Ligurern ginge. Aber die sind nur bei minus 14. Die sind bei minus 8. Krieg mit der Etruskischen Liga, das gefällt denen. Unerlaubtes Betreten gegen die Etruskische Liga gefällt denen auch. Gesamt 7. Kulturelle Abneigung, macht sie neutral. Unverlässlich. Expansionist unverlässlich. Aber wir können ja trotzdem mal ganz eine unverbindlich... Zunge, die oder warte mal gerade. Wir gucken erstmal, ob wir da noch ein paar andere haben. Mit Athen können wir jetzt handeln. Zuversichtlich unverlässlich. Sparta geht nicht. Oh. Die mögen uns aber echt vorsichtig treu. Ich bin mal gespannt, was mir das noch einbringt. Sie mögen Epirus überhaupt nicht. Das könnte mir
gelegen kommen, weil Epirus mich auch nicht mag. Ich höre also, der Feind zu, meines Feindes, ihr kennt das Ding ja. Die Wahrheit ist eure schärfste Waffe. Ich weiß. Das machen sie dann wieder nicht. Ah, werden sie nicht machen. Ah, ärgerlich. Aber ich frage trotzdem mal an. Okay. Gut, okay, das nehmen sie dann an. Ist ja mal interessant. So, dann haben wir jetzt noch einen weiteren Handelspartner am Start. Und wir exportieren Olivenöl und Wein. Das ist doch gar nicht so verkehrt, wenn wir da auch die entsprechenden Gebäude dann ausbauen. Ja, nice. Was macht man mit den 500 noch? Das langt eigentlich nur für eine Agentenaktion, aber Agenten kann ich noch nicht rekrutieren. Doch, ich kann auch einen Spion rekrutieren, aber die sind teuer. Okay, nächste Runde. Die Makedonen haben Großmachtambitionen da unten, ich sehe es. Es könnte noch gefährlich werden. Das mit diesem Wirbelwind da drum, das finde ich irgendwie so komisch. Also das sieht irgendwie merkwürdig aus. Da. Warum haben die keine andere Animation dafür genommen? Oder irgendwie so das Wappen von der Fraktion so als Plane unten drunter oder sowas in der Richtung. Das ist ein bisschen komisch, aber gut. Fraktion vernichtet. In Subra. Oh. Okay. Okay, okay. Forschung abgeschlossen. Manipel-Organisation. Genial, würde ich sagen. Und dann gucken wir nämlich direkt mal in die nächste Technologie rein. Also ich will einen Veteran auf jeden Fall, sobald wie irgendwie geht. Achso, Moment mal, das ist hier die Diplomatie. Hau ab. Technologie hier. Ich weiß auch gar nicht, warum Olivenölzweig oder was, oder Palmzweig oder irgendwas da auch was mit Forschung zu tun haben könnte oder so. So, wir brauchen. Wir brauchen. Irgendwelche Rekrutierung von Würdenträgern. Rang 1. Alle Provinzen, ja. Genau. Das ist das Ding, das wir brauchen. Dann machen wir das jetzt noch. Ich glaube, unser Militär hat uns momentan auch nicht im Stich gelassen, sodass wir da auch jetzt ein ganz kleines bisschen kürzer treten können. Und wir haben natürlich noch die Möglichkeit, hier jetzt unser Auxiliarlager auszubauen. Was gut ist. Was wirklich gut ist. Also nicht das Auxiliarlager, sondern eben die, die Manipel-Kaserne. So. Wir haben momentan genug Nahrung, deswegen gehen wir hier ein bisschen runter mit der Nahrung und bauen das römische Dorf nochmal aus, um hier auch möglichst schnell jetzt den Provinzwohlstand anzukurbeln. Wäre mir persönlich viel dran gelegen. Kommandant. Du gehst hier runter und wirst mir jetzt diese mülligen Einheiten hier auflösen. Ich gehe noch nicht von einem Angriff aus. Halte ich noch für unwahrscheinlich, ja bitte. Bereit zum Pack. Okay, mach's ein bisschen anders. Mach zuerst die Manipel-Kaserne. Die wird erhöhen, dass wir Equites, Princeps und Triaria bekommen. Das ist schon geil. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Ja. Wir gucken mal hier unten. Es wird ein bisschen besser mit der Kultur hier unten. Aber auch hier müssen wir dran arbeiten. Das Gute ist, die wachsen doch jetzt demnächst. Bevölkerungsüberschuss 1. Mit einem Bevölkerungsüberschuss könnt ihr eure Städte erweitern und neue Bauplätze schaffen. Ein Bevölkerungsüberschuss entsteht durch Wachstum, das durch die Hauptstadtgebäude eurer Siedlung generiert wird. Gut. Wachstumsrate ist 9. Gesammeltes Wachstum 31. Benötigtes Wachstum 36. Das heißt also, nächste Runde ist es soweit. Dann haben wir einen Bevölkerungsüberschuss übrig. Und wird durch die Faktoren Gebäude mit 5 und Nahrung mit 4 begünstigt. Jetzt müsste ich mal hochrechnen können.
inwiefern die Nahrung damit einfließt, weil bei mir ist es ja so, ich mache hier 16 Nahrung und das, ach so, genau, und okay, das gibt plus 4, also ein Viertel rechne ich jetzt mal. Dann rechne ich mal generell ein Viertel. Heißt, die nächste Wachstumsstufe von 5 bekommen wir bei 20, wenn wir insgesamt 4 Nahrung mehr machen. Momentan machen wir 3, so machen wir 3 mehr. Hier brauchen wir auch jede Menge Wachstum. Okay. 999 kostet das Teil mich hier. Und hier kostet es mich 1100. Dann bauen wir es hier aus. Der Hof. Her damit. Und ich frage mich echt noch, ob wir statt dem Ding hier nicht irgendwie was anderes bauen sollen. Wir müssen ja irgendwann noch auf die Schmiede gehen. Ich will hier eine Schmiede drin haben in einer der Städte, aber nicht, ja, vielleicht nicht unbedingt in Ariminum, aber es bietet sich halt an. Naja, immerhin sorgt die Kaserne hier für eine leichte Garnison. Die Garnison besteht momentan aus 3 Roi, 2 Plebejern und 2 Leves. Okay, die ist scheiße. Roi, Plebejer, Leves. Roi, Plebejer, Leves. Roi, Plebejer, Leves. Aber das wird sich ja gleich ändern mit der Kaserne. Gut. Leute, es tut mir leid, dass ich da alles so vor mich hin babbeln und sabbeln muss und so weiter. Aber ich möchte ja gerne, dass ihr versteht, warum ich was mache und was ich mir darunter vorstelle. Und vielleicht habt ihr auch noch eine tolle Idee dazu. Das schadet bestimmt auch nicht. Gibt es nichts weiteres? Das Objekt kann sich nicht weiter bewegen. Es ist in der nächsten Runde wieder einsatzbereit. Gut. Ist momentan hier bei plus 6. Sehr, sehr schön. Hier sind wir dann auch bald wieder voll versteckt. Ich finde es gut, dass die Ernährung was auf die, dass die Auswirkungen hat auf die Einheitenverstärkungsrate. Das gefällt mir. Wir brauchen wahrscheinlich noch einen General. Ich möchte gerne natürlich noch nach Alalia. Aber wir können jetzt mal schauen. Die Etrusker dürften ja nicht mehr viel auf dem Sparren haben. Ja, wenn ich das sehe, eine Provinz, ne? Deren Defensive Verbündete keine. Ja, klar, die haben keine Freunde, die mag keiner. Verlässlichkeit unverlässlich. Naja, ne? Militärische Verbündete keine. Krieg mit den Römern? Lateinisch? Kulturelle Affinität? Abkommen mit Karthago? Gefällt denen. Aus irgendeinem Grund. Sie missbilligen Krieg mit etruskischer Liga. Und so weiter und so fort. Militäraktion gegen Karthago? Das muss dann aber schon etwas länger her sein. Öffnen wir die diplomatischen Verhandlungen. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Speisen und Jagen als mit Zuhören. Also beeilt euch mit eurem Geschwätz. Ja, ich könnte jetzt nur so ein Friedensabkommen anbieten, was mir überhaupt nicht gefällt. Das ist unsinnig. Denn wenn, dann muss es ja irgendwie schon sowas mit, dann muss es ja schon entweder was Krasses sein. Besiegt eine beliebige Armee im Kampf. Habe ich das nicht schon? Ah ja, beherrscht 140 Siedlungen. Ja, ja, das kennen wir ja. Okay, Runde beenden. Und dann geht's noch ganz gut. Ich habe so ein bisschen Bedenken, was passieren könnte, wenn wir halt auf die ersten, wenn wir halt auf die ersten Makedonen und was weiß ich treffen. Ich bitte euch demütig darum, zumindest über einen Vertrag nachzudenken. Eine starke Abwehr braucht eine starke Grundlage. Ja, ja, ich weiß, ihr seid mit Epirus im Krieg. Ich habe nur irgendwie so die Vermutung, dass die Makedonen sich darum kümmern könnten, obwohl. Kann ich ein Gegenangebot machen? Mach das mal weg. Niedrig. Komm, für 500 Denare mache ich ja fast alles. Ruhm, Reichtum und ein Platz in der Geschichte. All das wird unser sein, wenn wir als Freunde zusammenstehen. Ja, gerne.
Für 500 Denare. Okay, schade. Ich werde mich wahrscheinlich noch tot ärgern, dass ich es nicht gemacht habe, aber ist jetzt egal. Invasionsstreitkraft geht an Land. Okay. Aber das war noch gar nicht so viel. Und Rang erhöhen. Okay. Ja, das sind ja gar nicht viele Einheiten eigentlich. Ich habe hier über... Also hier habe ich genug Garnison, um die alle wieder ins Meer zu werfen. Ihr Hunger nach einer Schlacht. 57,9, das ist identisch. Ja, sollten wir hier runter. Es dauert ja noch ein bisschen, ne? Zu euren Diensten. Ich meine, ich müsste dann aber hier schon im Einzugsbereich sein, sodass ich hier auch die Stadtgarnison mitkriege. Er